Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RoboCraft. Die letzte Aufnahme ist ein bisschen her, es hat sich ein bisschen was getan. Und zwar haben sich ein paar Sachen geändert. Zum einen, die Sachen sind etwas günstiger geworden. Kann man zum Beispiel sehen hier, das Blink-Modul in Anführungszeichen nur noch 900.000. Ich glaube, davon waren es 1,1 Millionen, 1,2 Millionen so ungefähr. Und das Ganze zieht sich an sich durch die ganze Rigschaft durch. Egal was mir schaut, auch zum Beispiel Megaplasmas. Schon mal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6,6 Millionen. Zuvor 13 Millionen. Oder waren es 12? Auch ungefähr in dem Dreh um. Heißt, die sind billiger, heißt, da können wir uns jetzt ein paar mehr davon leisten. Warum das Ganze? Nach dem Feedback von den ganzen RoboCraft-Spielern im Forum hat man entschieden, es dauert zu lange für die größten Waffen. Heißt, man muss zu viel Geld investieren dafür, dass man so eine Waffe bekommt oder an sich die höheren Sachen. Also hat man gesagt, okay gut, die Preise werden etwas runtergesetzt, damit man das Ganze früher rankommt. Aber gleichzeitig hat man auch den Verdienst etwas hochgesetzt und etwas runtergesetzt. Was meine ich jetzt damit? Werden wir gleich sehen. Ich tue mal kurz einen Roboter laden, mach mal die Hellfire. Mit der Hellfire bin ich gerade richtig gut beisammen. Sie ist nicht optimal, bei weitem nicht optimal, aber mit der kann man schon ein bisschen was anrichten. Deswegen gehen wir mal in das gute alte Team Deathmatch rein. Warum gleich Team Deathmatch und nicht mal wieder was anderes? Ich möchte euch da noch das Endergebnis zeigen, ob wir gewinnen oder verlieren. Denn das Minimum, was man bekommt für ein Match an sich, ist erhöht worden und das Maximum ist reduziert worden. Und ich habe jetzt schon mal 2-3 Matches so aus Gaudi gespielt und muss sagen, ich habe bei Vibe nicht mehr so viel bekommen wie davor. Also bedenkt, wenn wir jetzt gewinnen, wir haben plus 140%. Ich gerade mehr gut Sack und have fun. Haben wir vielleicht noch ein Mega irgendwas da? Yep, das müsste eigentlich unser Mega sein, wenn ich es gerade nicht richtig, nicht falsch sehe. Und mit dem ist irgendwie, entweder ist mein Tastatur nicht so gut oder die Reaktionszeit von der Kette ist nicht mehr das, was sie mal war. Ich hoffe jetzt einmal inständig. Natürlich, wenn es direkt auf die andere Seite gehen, obwohl der Mega hier ist. Ja, wunderbar. Ich glaube, dass sich jemand ordentlich verklickt. So, bevor ich jetzt aber weiter rummeckere, schauen wir erstmal, wo sind denn hier. Ach da, Hallöchen. Ich glaube, ich muss ein kleines bisschen nach da drüben hin, beziehungsweise Hallöchen. Der Mega macht was ganz Dummes. Er fliegt und gegen mich zu fliegen ist niemals gut. Überhaupt nicht gut sogar. Okay, jetzt halte ich mich erstmal hoch und guck mal, da drüben ist doch irgendwo ein Flieger eigentlich sein. Mit irgendwo liege ich vielleicht gar nicht mal so falsch. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu weit weg für das Ganze. Und da kann ich ein bisschen. Hallöchen aber auch. Jetzt sehe ich dich aber wie ich dich sehe. Jung, du bist fertig. Du bist sowas noch fertig. Gegen eine Atria hast du nichts zu sagen. So, jetzt bitte macht ihn vollends fertig. Ich kriege ihn nämlich nicht mehr. Der ist ein bisschen zu weit weg. Okay, wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Du bist zwar kein Flieger, aber mit dir kann man... Hallöchen aber auch. Und da oben haben wir noch meinen. Die holen wir alle nach und nach runter. So, also hey. Dankeschön. Alter, du kommst her, du kommst her, du kommst her. Komm her, komm her. Zumindest eine Kanone habe ich noch für dich. Das ist besser als überhaupt nichts. Wow. Einmal schnell zurück. Ich liebe es, freie Wahl zu haben bei meinen Waffen. Und bam. Oh, 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 nicht gut, ganz gar nicht gut, ganz gar nicht gut. Ah, verdammt, der wäre jetzt fast draufgegangen. Und der wird noch draufgehen, der wird noch draufgehen. Versteck ihn nicht, lass ihn mich töten. Verdammt noch eins, jetzt da. Komm, den musst du noch kriegen. So, und der nächste. Alle runterholen, alle runterholen. Operation funktioniert. Und zwar richtig gut sogar. Au, au. Au, au.
Okay, dann holen wir eben den runter. Mir egal. Irgendjemand holen wir runter. Und wenn mich jetzt irgendjemand teilen könnte, das wäre gar wunderbare Natur. Und ich möchte seinen Rotor. Ich möchte seinen Rotor. Dankeschön. Ja. Okay, schauen wir nochmal. Wir liegen gut. Wir liegen verdammt gut dabei. Wir haben geheilt, wir haben Damage gemacht. Das ist eine wunderbare Punktzahl. Plus, the score of the winning team has been doubled. Heißt doppelt so viel. Jetzt schauen wir mal. Davor war ich locker bei 1 Million. Ungefähr. Zum 800.000. Und jetzt schaue ich das an. 180.000. Bei weitem nicht mehr so viel, wie es mal war. Als Ausgleich dafür werden wir jetzt einfach mal schauen. Player Game. Wenn wir jetzt lange wartet, mal ein Liga-Match machen. Warum nicht? Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Davor, wir haben vielleicht jetzt, ich weiß gar nicht, vielleicht 10 Minuten gespielt. Warte, zu 43 habe ich angefangen, es ist 53. Sagen wir, das war jetzt ein gutes 10, ja, wobei es waren wahrscheinlich weniger, 8 Minuten Spiel. Sagen wir es mal, ein schönes 8 Minuten Spielchen. Und dafür 120.000. 180, Entschuldigung. Was davor, schon fast 800.000 waren. Heißt, wir haben da wesentlich mehr Geld verdient. Die Frage ist, was holen wir jetzt aus dem Match heraus? Schaffen wir es wieder? Oder schaffen wir weniger daraus? Golem Sentinel Version 3. Die Voyager. Wenn es jetzt wirklich die Voyager ist, dann Gratulation, ich ziehe meinen Hut. Ich werde dich trotzdem abschießen, aber ich werde meinen Hut davor ziehen. Oder danach, je nachdem. Ich werde ein bisschen fanboyen und danach dich trotzdem abschießen. So schaut das Ganze aus. Good luck und have fun. Irgendwie hat es jetzt nicht gemacht. Dankeschön. Sollen wir loslegen? Yep, ich glaube, wir sollen loslegen. Ich wippe hier so quasi durch die Gegend. Hallöchen. Nummer 3. Boom, boom. Eigentlich, dass wir zumindest ein bisschen Artillerie haben, so können wir richtig gut beisammen schießen. So, wenn ich mich richtig entsinne, muss ich bloß die Knotenpunkte abschießen. Das ist gut und das ist fein. No. Moment, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Das war... Lässt du mich bitte los? Lässt du mich bitte weg? Das war bestimmt irgendwo... Ist jetzt weg? Also, ganz ehrlich... Dann wirst du eben draufgehen. Mir ist es sowas von egal. Irgendeine wird sterben von euch. Schade. Okay, wo ist der andere? Na? Dankeschön. Nummer 1 ist draufgegangen. Und wo ist... Das kann gar nicht sein. Ich bin doch hier. Und es ist einer auf der anderen Seite. Ach, hatte ich ihn aber auch. Hatte ich ihn aber auch. Direkt mal den Angriff nach unten gehen oder was? Oh, 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 der ist schon wieder da. Ist überhaupt ist gar nicht gut. Okay, ich muss weg, ich muss weg. Ich muss weg. Allein habe ich überhaupt keine Chance. Da komme ich lieber zu meinen Kollegen ums Eck rum. Hilfe, sag mal. Hab dich, hab dich, hab dich. Kleine dumme Rail. Au, au. Der werde ich jetzt mal zeigen, wer hier die Hosen anhat. Au. Wenn er bitte sterben würde. Jetzt treffe ich ihn wieder. Ja, so ist es gut. Ich habe zwar so gut wie keine Energie, aber egal. Hauptsache ein paar Treffer. Mir geht's auch noch gut. Mir geht's auch noch gut. Habe ich ihn? Oh mein Gott, ich habe ihn sogar. Oh, Dankeschön. Du bist irgendwie gerade abgeschossen. Ich glaube, du brauchst dringend Unterstützung. Und die kriegst du auch. Und wie du die kriegst, bleib hier, bleib hier stehen hier. Stehen hier bleiben. Die Punkte lassen mir nicht entgehen. So. Ich werde umgegriffen und angegriffen. Das ist nicht cool. Der Feind hat so gerade so quasi die Mehrheit an Towern.
Ups. Nicht mit mir, nicht. Nicht mit mir. Ich müsste eigentlich irgendwo anders mich hinstellen. Hallöchen aber auch. Ich habe gesehen, du fliegst hier in der Mitte rum. Das muss doch bestimmt nicht sein, oder? Nein, natürlich muss es nicht sein. Mal gucken, komme ich eventuell. Hallöchen aber auch. Du bist in der Luft und das heißt, du bist mein favorisierter Gegner. Autsch. Ach, komm schon, ernsthaft. Du. Willst du mich mit mir anlegen? Du willst mich mit mir anlegen, hä? Hä? Willst du das? Willst du das? Oh Gott, da ist ein Zweiter. Da ist definitiv ein Zweiter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann eben so. Dann eben so. Mir egal. Mir egal. Dann hole ich dich runter. Komm schon. Irgendeinen muss ich runterholen. Oh. Wenn natürlich hinter einem jemand ist, dann ist es ein bisschen schwer, jemanden runterzuholen. Kommt noch eins. Da kommt sogar Nummer 4. Kollegen, wir haben ein ernstes Problem. Aber wir haben zwei schon eingenommen. Okay, gut, wir haben kein Problem. Wir haben kein Problem. Der Gegner hat ein Problem. Unsere Leute stehen nämlich kurz vor seiner Basis. Und ich würde mal sagen, unsere Basis unten wird auch gleich ziemlich schnell fallen, wenn es so weitergeht. Na, komm, wir müssen da runter. So, dung, dung, dung. Ups, gar nicht gut. Die Frage ist, unsere Leute werden hier auch gerade richtig gut angegangen. Was machen wir? Wir werden unseren Kollegen da drüben helfen. Und wie wir ihm helfen werden. Au, au, verdammt. Das war nicht so gut. Das war überhaupt nicht gut. Das war richtig schlecht sogar. Hilfe. Irgendwie sind gerade alle wieder gespawnt hier. Oh, man merkt, ich habe einfach schon ein bisschen lange kein Platoon mehr gespielt und ich war jetzt nicht so hilfreich. Ich bin definitiv nicht für diese Art von Kampf ausgelegt. Aber wir sind schon Rang 8. Ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Wir sind noch so im guten Mittelfeld drin. Das könnte besser sein, aber es könnte auch wesentlich schlechter sein. So, dankeschön. Einmal spawnen, einmal mithelfen. Na komm, heilen wir mit. Zwei von der gleichen Sorte. Na, wunderbar. Ups, nicht mit mir. Nicht mit mir, Kollegen, nicht mit mir. So, dich werden wir jetzt aber sowas von wegschießen. Was schön geht, mit wem du dich hier anlegst. Ach, komm schon, ernsthaft, der, nicht der. Alles nur dich, nicht. Na, okay. Na, komm. So, du wirst von mir hochgeheilt. Und jetzt schießen wir zusammen noch ein paar kleine Viecher weg. Hab dich. Und wie ich dich hab. Henker. Ach, da drin ist er unterwegs. Moment, ich habe mal gleich. Okay, jetzt wieder aufheilen. Den kriegen wir hin, dich kriegen wir hin. Bleib hier. Nichts mit Raketen hier schießen. Bleibt schön hier. Au. Halt lieber den Kollegen hier drüben. Halt ihn da hinten. Oh Gott, lass mich zurück, Kollege. Warum? Verdammt. Ah, nein. Ach Gott, der andere ist auch noch da. Oh, komm schon. Das war jetzt richtig böse. Zu 50 auf mich eingeschossen. Zu guter Letzt. Da frage ich mich erst mal, wo sind die anderen gerade unterwegs? Ah, die sind da unten und werden auch gerade zum Teil malträtiert. Und
Du hast einen wunderschönen Bruchsang hingelegt. Ich bin stolz auf dich. Ein interessantes Design auf jeden Fall. Ey, Colozzo Mio della Grande. Aber das muss ich sagen. Also das mit dem Hinternoto finde ich gleich mal so falsch. Ist gut geschützt. Also mit dem Loch hinten drin. Da muss ich sagen, das hat was. Das ist nicht schlecht. So klotzig wie er ausschaut, so gut hat er es gemacht. So, ich habe gesehen, der Gegner treibt sich da unten rum. Was ich nicht als Gute heißen kann. Oho, du möchtest doch bestimmt drauf gehen. Natürlich möchtest du drauf gehen. Genauso wie du drauf gehen möchtest. Ja, verdammt. Verdammt. Okay. Muss ich mich mal kurz aufladen. Es ist gerade zu viel des Guten. Unser Kollege schreift da hinten irgendwo rum. Also wenn jetzt kommen würde, hätte ich überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum geht der Rückwärtsantrieb nicht? Warum geht der Rückwärtsantrieb nicht? Das hasse ich an Ketten. Wenn ich einmal nach vorne gerollt bin, ich komme nicht mehr schnell genug zurück. Hat der... Ist das Mega-SMGs, was der da dran hat? Kein Wunder, dass ich so schnell drauf gehe. Gegen Mega-SMGs hat mein Panzer überhaupt keine Chance. Gegen sowas bin ich überhaupt nicht aufgerüstet. Kann es sein, dass wir... Yep, dass wir gerade voll keine verwundbar sind. Wie wir das sind. Na komm, jetzt greifen wir mal nach unten an. Jetzt machen wir einen riesen Push mit unseren Kollegen. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo ist der Feind? Da ist der Feind. Hallöchen aber auch. Haha, du fliegst ein kleines bisschen. Oh. Na komm, komm. Auch schade. Ich war zumindest eine schöne Ablenkung, wenn es auch richtig schlechte Variante. Ich glaube, ich für den nächsten müssen wir etwas... Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Hier wird so nichts passieren. Müssen wir uns etwas anderes ausdenken. Etwas solides oder etwas schnelles? Das ist die Frage. Na komm, mach das Ding kaputt. Ja, er ist auch einer für einen Fernangriff eigentlich. Nicht für einen Nahangriff. Das wäre auch eine Überlegung. Ob wir nicht sagen, wir rüsten uns auch quasi in den Angriff. Bitte einmal zurückfliegen und schützen. Das wäre wunderprächtige Natur. Weil nicht, dass ich jetzt gleich spawn und volle Kanne ins Gesicht geschossen werde. Aber ich glaube, das wird so oder so passieren. So ein bisschen zumindest. Okay, wo sind sie? Wo sind sie? Na komm. Fusionsschild ist aktiviert, das ist schon mal gut. So. Kleine Killerkrabbe hier. Wo sind die nächsten? Und zwar, hier sind die nächsten. Jaha! Na komm, den machen wir doch gleich nieder. Und zack. Und der nächste da oben. Flug sind meine Spezialität. Haha. Okay. Dann haben wir noch einen am Boden. Okay, ich muss mich mal kurz ausruhen. Hilfe. Wo kam der auf einmal her? Verdammt noch eins. Junge, du bist ziemlich widerspenstig. Weißt du das eigentlich? Da muss ich dich halt so irgendwie kaputt machen. Dankeschön. Das ist das Dümmste, was du machen kannst. Gegen eine Flak. Gegen eine Flak dich hinstellen, so, oh Gott. Oh, zack, Hallöchen. Ich hab gehört, ihr seid wie in der Luft unterwegs. Ja, ich weiß, ich bin gespottet.
Aber du bist genauso gespottet, mein Freund. Okay, ich bin ziemlich weit draußen. Was nicht so weit gut ist, aber... Das gleiche gilt auch für ihn. Verdammt. Er hat sogar noch überlebt. So, du bist aber auch mein Kollege. Dich lasse ich nicht so schnell im Stich. Dankeschön. Jung, Jung, Jung. Ich bitte dich, benimm dich, benimm dich. Benimm dich. Tu was für dein Geld. Oh Gott. Jetzt wird's wieder zu viel. Jetzt wird's definitiv zu viel. Au, das ist auch nicht gut. Ich muss weg, ich muss weg. Mein Planet braucht mich. Eventuell irgendwie... Ah, kommst du her. Ach, verdammt, noch eins. Das sieht überhaupt nicht gut ab. Und zwar richtig nicht gut. Was macht der Kollege da hinten eigentlich schon wieder? Nein, oh Gott, nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe definitiv die falsche Taste gedrückt. Nein, 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 nein. Ich muss ganz dringend... Oh mein Gott. Sorry, wenn ich gerade etwas leise nach und nach immer rede, aber... Das ist gerade ein kleines bisschen bis ganz arg verstörend und vernichtend. Oh, dann muss ich mal eben was trinken. Ich weiß schon, warum ich diese Platoon-Matches nicht so mag. Da muss ich definitiv... Also allein da wieder nicht hin. Ja, ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben. Das werden wir überhaupt nicht mehr erleben. Aber wir werden zumindest mal rausfinden, in Relation zu der Zeit, die wir aufwenden, wie viel Geld wir da machen. Ja, da kommt keiner mehr raus. Zu viele sind tot. Ja, ich kann nichts machen. Der wird ziemlich schnell kaputt sein. Und 3, 2, 1, seins. Nicht meins. Schade. Okay. Es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, welchen Modus man spielt. Noob Team. Ja, das sagen sie immer. Das sagen sie alle. Auch von unseren war ich zumindest der Beste. Das ist doch schon mal etwas. Okay, jetzt ist die große Frage, bevor ich anfange zu rendern. Wie genau haben wir abgeschnitten, Entschuldigung. Rote Fenster sieht auch cool aus. Mit schwarzem Hintergrund. Stylisch. Ich hoffe, auf der Aufnahme sieht man auch diesen kleinen Grafikfehler momentan. Wie gerade Panzer so alle 10 Sekunden irgendwie ein neuer Farbton rausentwickelt. Du wirst mir jetzt nicht sagen, dass du die Verbindung verloren hast, Junge. Gerade auf das, wo ich eigentlich hinaus möchte. Mit Zeit und Geld. Ach, komm schon. Okay, weißt du was? Ich zähle bis 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dankeschön. Defeat. Okay. Wir haben mehr Zeit aufgebracht, haben aber allein durch den Verlust mehr bekommen, als wir es durch einen Sieg im Team Deathmatch bekommen hätten. Allein durch die Tatsache, dass wir mehr Schaden gemacht haben. Das heißt, mehr Liga-Battles wird es wahrscheinlich geben. Die Rank decreased. Heißt, ich habe jetzt kein Bronze mehr. Ich bin von Bronze zu kein Bronze mehr runter. Auch das ist aber schlecht. Hätte ich mir jetzt auch schöner gewünscht. Okay. So für die Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein könntet. Bis dahin, macht es gut und wie immer. Tschüssi.